Willkommen bei Chief of Anything, dem Podcast der CoA Academy von und mit Michael Porz und Christian Kohlhof. Für alle, die mit ihrem Unternehmen oder Leben noch mehr erreichen wollen. Wenn dir unser Podcast gefällt, darfst du uns gerne mit einer 5-Sterne-Bewertung unterstützen. Wir freuen uns auch sehr über deine Rezension unseres Buches Chief of Anything und auf deine Teilnahme in unserem Chief of the Year Remote Leadership Program. Hallo, Hallo Christian. Michael. Gleichzeitig. Weißt du, wer angerufen hat? Nee, wer denn? Batman. Ach was. Und ja. Was wollte er? Es war noch nicht so klar. Er hat auf jeden Fall gesagt, dass er wohl Potenzial hätte. Und dass wir mal mit ihm eine Potenzialanalyse machen sollten, ob er denn tatsächlich ein 100% Superstar ist. Ach, hat er sich jetzt wirklich gemeldet zum Coaching? Ja, ja, der hat sich aufgrund der letzten Episode gemeldet zum Coaching. Ach, okay. Und was hat er für ein Ziel, das er erreichen will, dass er jetzt meint, Coaching zu brauchen? Ja, das war noch relativ unklar. Ich glaube, da können wir erstmal reingehen und sagen, was ist denn eigentlich dein Ziel? Ja. Ja, also hat so beim Goal-Setting waren halt so ein paar Sachen irgendwie, es war nicht messbar und irgendwie, also war noch okay. In die Zukunft rein formuliert. Ich glaube, der hat es noch nicht so ganz visualisiert. Wahrscheinlich irgendwas, ich habe gehört, der will jetzt das Universum retten, ja? Ah, okay. Der rettet ja sonst immer die Stadt, Gotham. Mhm. Rumor has it, habe ich gehört. Okay. In der Szene. Ja, auf jeden Fall, also er hat es schon mal jetzt gebucht. Okay, oh, cool. Okay, das heißt, wir haben jetzt den Auftrag, Batman zu coachen, dass er sein Ziel erreichen kann, das Universum zu retten. Genau, und mal zu gucken, ob er das Potenzial dafür hat. Und meinst du, kriegt er das hin? Ist ja ein bisschen was anderes als Stadt retten, ne? Ja. Was ist ein Potenzial in dem Fall? Ja, gute Frage. Also die Frage, kann er es, oder? Traue ich ihm das zu? Ja, kann er das? Möglich. Also erstmal, er hat ja schon Performance gezeigt. Mhm. Ja, das ist natürlich nicht Potenzial. Ne? Also bloß, weil er in der Vergangenheit schon ein paar Mal Gotham gerettet hat. Mehr als einmal. Mhm. Erfolgreich. Also er hat also schon mal einen Track-Record, dass er liefert. Okay. Gut. Also wenn er sagt, er rettet was, rettet er es. Okay. So, hat er jetzt die Fähigkeit irgendwo, also könnte er die Fähigkeit erlangen? Hat er das Potenzial, hat er das Talent? Hat er die Fähigkeit, das zu lernen oder das irgendwie hinzukriegen, vielleicht auch nicht alleine, das Universum zu retten? Könnte ich mir schon vorstellen. Ja. Also wenn ich jetzt so eine Avengers-Truppe zusammenstellen würde und bräuchte noch ein paar geeignete Leute, also kann man schon denken, dass ich den mit ins Team nehmen würde, um es im Universum zu retten. Mhm. Okay. Okay. Also Ability. Fähigkeit ist erster Punkt als Potenzialindikator. Gut. Mhm. Zweiter Punkt ist Engagement. Engagement. Von macht er dann auch, oder? Ja, macht er dann auch. Weißt du, was mir bewusst geworden ist heute Morgen, als ich über unsere Aufnahmen nachgedacht habe zum Thema? Im deutschen Star Trek sagt Picard oder früher Captain Kirk immer Energie. Und im englischen Original sagt er nicht Energy, sondern Engage. Oh. Da kommt Engagement her. Ja. Also ist sowas wie, hat er die Energie, zeigt er oder sie das Engagement, wirklich auf dieses Ziel hinzuarbeiten? So, jetzt hast du mit Batman gesprochen. Wie hat er auf dich gewirkt? Hat er das Engagement? Hat er da Bock drauf? Also er war ein bisschen depressiv. Er war total schwarz angezogen und lag da auf dem Sofa, als wir den Videocall hatten. Also der müsste ja wahrscheinlich ziemlich rödeln, ne? Also der müsste ins Gym sich richtig fit machen, wahrscheinlich eine ganze Menge Überstunden ziehen, um da voranzukommen und sich richtig ins Zeug legen, um da das Engagement zu zeigen. Gut, ja, aber hat er in der Vergangenheit gemacht immer? Hat er gemacht, genau. Also könnte sein, dass er das auch wieder... Okay, also haben wir den zweiten Tick. Also er hat die Fähigkeit, sich dahin zu entwickeln, das Universum zu retten und er zeigt Engagement, das auch zu tun. Mhm. Gut. Dritter Punkt. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Will er es wirklich? Will er das eigentlich? Ja, oder könnte ja auch jemand anders machen. Ne? Ja, immer muss ich die Welt alleine retten. Noch Superhelden. Ja, also hat er das Ziel? Ja, also macht ihn das Ziel an? Hat er da eigentlich Bock drauf? Im Englischen Aspiration. Mhm. Aspiration im Deutschen heißt was anatmen. Da funktioniert das mit der Übersetzung nicht. Also deswegen verwenden wir ja so gern Denglisch hier. Ja, I love Denglisch. Ja. Okay, das heißt, wenn ich jetzt so eine erste Potenzialanalyse mache, praktisch Mensch und Aufgabe,
dann schaue ich mir Ability, Engagement und Aspiration an. Ja, wichtig. Wir müssen aber immer an die Aufgabe das richten. Ja. Also die Scorecard. Scorecard, also das Ziel ist, wenn wir es mal sehr versimpeln, Universum retten. Hat Batman die Fähigkeit, sich dahin zu entwickeln? Ja, denken wir beide. Zeigt er Engagement, das auch zu tun? Und does he walk the extra mile und so Geschichten? Ja, so gibt er Gas? Ja. Und drittens, hat er da Bock drauf, auf dieses Ziel, das Universum zu retten? Ich vermute ja. Ist ja so ein vom Städteretter zum Universumsretter. Und die drei Sachen sind ja praktisch linear unabhängig. Ja? Also es gibt ja Aufgaben, wo ich absolut die Ability habe und keinerlei Aspiration. Ja, es gab auch Aspirations, die ich hatte, und ich hatte nicht das Engagement, das zu erreichen. Das ist nichts draus geworden. Und ich hatte auch schon mal Engagement, wo ich einfach nicht die Ability hatte. Dann sieht es immer sehr lustig aus, wenn ich solche Sachen mache. So, dann kommen wir beim Begriff jetzt an High Potential. Also wenn jemand viel Potenzial hat, dann ist es, wenn die drei Sachen zusammenkommen. Also zeigt Engagement, hat die Fähigkeit, sich dahin weiterzuentwickeln und hat das auch zum Ziel, hat er Bock drauf. Dann ist eine High Potential Situation gegeben und dann lohnt es sich, Zeit und Geld und Mühe zu investieren, wie in unserem Fall mit Batman zu arbeiten, weil das dann auch eine Aussicht, eine Chance auf Erfolg hat. Ja. Also Potenzial ist praktisch die Fähigkeit, mich in eine neue Rolle hineinzuentwickeln oder in eine neue Aufgabe. Genau. Wie viel Potenzial habe ich dafür, dass das gelingen kann? Eine Garantie habe ich natürlich nie. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas mache, ich bin jetzt Geschäftsführer und perform da. Dann gibt es ja unterschiedliche Fälle. Also es kann ja dann sein, dass ich Potenzial habe, mich weiterzuentwickeln. Ja. Und es kann sein, dass ich Potenzial habe, mich in verschiedene Richtungen zu entwickeln. Oder es gibt die Möglichkeit, dass ich überhaupt kein Potenzial mehr dafür habe, sondern dass ich schon auf dem höchsten Level meiner Kompetenz angekommen bin und da vielleicht mich auch wohlfühle. Sind wir schon bei der nächsten 2x2-Matrix angekommen? Sowas. Auf der X-Achse sehe ich weiterhin Performance stehen. In der jetzigen Rolle. Ne, rechts High Performance, links Low Performance. Die obere Hälfte des Top-Grading-Modells. Und jetzt schneiden wir die in zwei Hälften. Also horizontal in zwei Hälften. Und haben dann an der linken Achse, an der Y-Achse auf einmal diesen neuen Indikator Potenzial. Wo jemand entweder High Potential sein kann oder Low Potential für eine zukünftige Rolle. So wie bei Batman gerade. Ne? Hat Performance gezeigt im Städte retten und wir denken, er hat Potenzial, auch das ganze Universum retten zu können. Ja, und jetzt können wir die Fälle einzeln durchgehen und im People Review, ne, für den ein bis zweimal im Jahr gerne Zeit sein darf, in einer Wachstumsfirma und in einer Firma mit ausreichend Leuten, da würden wir genau das jetzt auch durchgehen. Wir hatten ganz am Anfang die Values-Frage und haben jetzt die Leute schon raus. Ja, also die sind nicht mehr dabei, die zu den Werten nicht passen, haben wir uns gütlich von getrennt. Dann hatten wir die Performance-Frage, haben wir erst ein bisschen schwarz-weiß geguckt und dann mit Pickaxe auf eine 0-200%-Skala mal transformiert, um das granularer zu machen. Und jetzt haben wir immer noch diese Performance-Skala, entweder ne, schwarz-weiß, high-low oder mit Pickaxe, ganz egal, auf der X-Achse. Und auf der Y-Achse kommt jetzt Potenzial. Und jetzt ergeben sich verschiedene Fälle. Ja, dann gehen wir dir doch da rein nach durch. Ja, wo willst du anfangen? Machen wir doch kleines Potenzial und kleine Performance. Okay, also kleine Performance heißt in der jetzigen Rolle des Mitarbeiters, ist die Performance noch nicht da. Das heißt, per se bin ich in einem Fall, wo ich mir eigentlich wünsche, dass die Performance mal kommen darf. Jetzt habe ich aber das Problem, dass das Potenzial niedrig ist. Blöd. Das heißt, und zwar für die Rolle. Noch für die Rolle. Wir sind ja noch in der Rolle. Die Rolle ist noch nicht geliefert. Okay, jetzt könnte ich natürlich fragen, vielleicht ein höheres Potenzial für eine andere Rolle. Also einen Move machen. Ja? Der Fall ist entweder raus oder anderen Job, um es kurz zu machen. Liefert das wäre wie, wenn sich jetzt Donald Duck bewerben würde auf die Rolle des Weltretters. Ja. Hat er noch nicht die Performance als Städteretter ist schon mal echt schlecht.
Ja. Und wir sehen auch kein Potenzial, weil die Fähigkeit einfach nicht da ist. Nee. Und da kann das Engagement und die Zielorientierung so hoch sein, wie sie will. Es wird nichts. Ja, das heißt, jetzt kann ich den entweder in eine Rolle bei mir in der Firma stecken, wo der Quack, Quack, Quack machen darf und witzig ist und Leute erheitert, was er ja gut kann. Ne? Weil also ein Quack, Quack, Quack machen und Leute bespaßen, ist er sehr gut. Das heißt, wenn ich so eine Rolle bei uns habe, wäre schön, ne? Wann ist ja einer unserer Werte? Können wir ihn ja irgendwo dahin packen, wo es passt, ja, damit die Rolle besser zu ihm passt. Oder wenn ich merke, ich habe hier keine andere Rolle, ja, dann stehe ich auch vor dem Schritt. In diesem Fall, selbst wenn die Werte stimmen sollten, stehe ich hier in einer Situation, wo es dann besser ist, dass wir uns trennen. Mhm. Wenn ich keine Rolle habe, was soll ich machen? Ich kann ihn schlecht als Trittbrettfahrer durchfüttern. Ne? Okay, also das ist der Quadrant, kleine Performance in der aktuellen Rolle und kein Potenzial für eine Weiterentwicklung. Genau. Okay, so dann haben wir praktisch hohe Performance aktuell und kein Potenzial für Weiterentwicklung. Genau, und das ist, wo ich den Donald gerne hinbewegen würde, wenn ich ihm dann eine neue Rolle gegeben habe. Also sagen wir mal, er bleibt im Unternehmen, ich merke jetzt hier, das wird nichts. Ja, dann habe ich ihn vielleicht verschoben von dieser Position, wo es gar nicht passt, hin zu einer Position, wo er jetzt seine Performance entfalten kann. Mhm. Also hier ist jetzt das Potenzial gegeben, in der Rolle zum Superstar zu werden, zu einem High-Performer. Ja, wir wollen ja, dass alle in jeder, in der Rolle, in der sie sind, Superstars sein können. Ja. Aber jetzt habe ich also für Donald eine Rolle gefunden, die passt. Und jetzt bin ich in dem Fall, wo ich sehe, ja, okay, der liefert das jetzt noch nicht so als Superstar und was braucht Donald jetzt für Entwicklung, um da hinkommen zu können? Mhm. Das heißt, die Rolle ist noch nicht ausgefüllt, so wie sie in der Scorecard beschrieben ist. Die Ergebnisse sind noch nicht, die Scores sind noch nicht so, wie sie sein sollen. Und jetzt investieren wir Geld, Zeit und Mühe, dass Donald sich dahin entwickelt. Okay. Ja, eigentlich ganz einfach. Genau, und dann wird er ja auch besser in der Rolle. Also deswegen kann er dann, die Performance wird größer. Ja. Und vielleicht sehen wir dann irgendwann auch, genau. Ja. Irgendwann kommt er dann an, wo er die Rolle ausfüllt, dann wo die Performance dann hoch ist. Ja, oder im Pick-Ext-Modell bei 80, 90, 100% ist. Ne? Mhm. Also gut genug, um da als guter Performer zu gelten, dann ist er in der Rolle drin. So, und jetzt stellt sich wieder die Frage, hat Donald Potenzial für andere Rollen in der Zukunft? Mhm. Also vielleicht in einer anderen Abteilung, ja. Jetzt ist er im Marketing gerade gut, ne? Da hat er Spaß, kann Quark machen, genau, ne? Und viel kommunizieren, auf eine tolle Art und Weise Menschen inspirieren. So, jetzt ist die Frage, kann der irgendwann woanders hingehen und da auch eine Rolle übernehmen? Oder kann ich ihn vielleicht irgendwann auch befördern, dass er Chef von einem Team im Marketing wird? Mhm. Mhm. So, und wenn er, wenn ich das Potenzial nicht sehe für eine Beförderung oder eine Veränderung, dann helfe ich ihm einfach in der Rolle, die er da macht, sich noch ein bisschen weiterzuentwickeln, so mit der Zeit mitzugehen, ja, auch die neuesten Sachen immer zu lernen. Und im Grunde ist dieser Mensch dann in der Rolle angekommen, die erstmal das Zuhause ist. Mhm. Was ich dann noch mache, ist den Menschen dafür lieb haben, dass der gut performt, ja, und Team zu halten, keep them sweet, den halte ich dann auch sehr gerne und helfe dabei, das Ganze noch ein bisschen zu stretchen und vielleicht noch helfen, noch besser darin zu werden. Mhm. Und wenn er das dann ein paar Jahre gut gemacht hat, dann kann ich ihn ja zum Teamlead befördern. Wir müssen immer mit den Trigger fahren. Vielleicht. Da steht ja, das ist ja was, was ich so oft gesehen habe schon. Und, also praktisch jemand, der auf seiner Stelle angekommen ist, Performance ist high, Potenzial ist low oder habe ich es gar nicht assessed, also gar nicht ermittelt. Und dann sage ich, ja, weil du gut bist in deiner Rolle, deswegen kriegst du jetzt eine Managementaufgabe. Und plötzlich ist die Rolle eine vollkommen andere. Genau. Und es fliegt mir dermaßen, ist mir oft um die Ohren geflogen. Ja. Das ist eine ganz kritische Stelle. Ja. Weil sehr viele Leute zum Teamlead promoted werden, ohne irgendwas, ohne eine gescheite Unterstützung zu bekommen, überhaupt ein guter Teamlead zu sein. Also ein Superstar-Teamlead. Ich will ja, dass jeder in seiner Rolle ein Superstar ist. Ja. Das heißt, wenn es jetzt ansteht, die Entscheidung, jemanden in eine Managementrolle zu befördern, dann gucke ich auch wieder sehr sorgfältig auf Potential. Ja, ist das ein Ziel für die Person? Hat die Person das Engagement gezeigt? Und hat die Person überhaupt die Fähigkeit, sich dahin zu entwickeln? Mhm.
ein Superstar-Team Lead zu werden. Und wenn das der Fall ist, dann investiere ich Zeit, Geld und Mühe, die Person dabei zu unterstützen, das zu erreichen. Zum Beispiel mit einem Platz in unserem Chief of the Year-Programm. Ja, genau. Das ist ja unser Bread-and-Butter-Geschäft. Ne? Teamleads, ja, genau, ausbilden, damit die, was wir nennen, entspannt produktiv sind, dass die erfolgreich sind, und zwar entspannt, das ist ein Superstar. Mhm. Ein Superstar, der spielt seine Kräfte entspannt aus. Ein Superstar weiß, dass sie diese Kräfte hat und dass sie die liefern kann, und macht das auch ganz entspannt. Gerne mit Gas, ja, und auch mit Energie, Engagement, mhm, und doch auch irgendwo entspannt, weil die weiß, was sie kann. Ja. Und es kann sein, dass ich dann immer auch rausfinde, ja, das passt halt einfach auch nicht. Ja. Also ich kann ja während in der Trainingsphase auch lernen, okay, nee, ich möchte das nicht. Und, ja, und dann auch einen Schritt wieder zurückgehen. Mhm. Ja, cool. So, und dann sind wir die vier Fälle durch. Ja, und zwar also, wenn die Performance low ist und das Potenzial low ist, dann ist eine Veränderung angesagt im Unternehmen oder aus dem Unternehmen raus. Mhm. Wenn die Performance niedrig ist und das Potenzial hoch ist, dann ist es Zeit zu investieren in die Weiterentwicklung, damit derjenige seine Rolle ausfüllt. Mhm. Wenn die Performance hoch ist in der Rolle, aber Potenzial für zukünftige Rollen nicht gegeben ist, dann unterstütze ich denjenigen, sich in der Rolle mit der Zeit weiterzuentwickeln und ein bisschen zu stretchen. Und wenn die Performance hoch ist und das Potenzial hoch ist, dann ist es eine Situation für eine Beförderung und damit den Raum zur Weiterentwicklung zu geben, den ich aber auch wieder als Chef dann unterstützen darf, um da zum Erfolg wirklich beizutragen, weil Potenzial ist keine Garantie. Das stimmt. Ja. Und dann, da gibt es ja dieses schöne Modell mit den Levels of Leadership, ne? Die so, wird als Zickzack-Kurve gern gemalt. Der Andrew bei uns in den Seminaren, der macht das sehr schön. Mhm. Die Katrin. Diese Zickzack-Kurve ist so die Levels of Leadership. Und der erste Level of Leadership ist, sich mal selbst zu führen. Mhm. Und dazu gehört, die Rolle auszufüllen, in der ich drin bin, und mich selber so zu führen und mir das anzueignen und draufzuziehen, die Rolle auszuführen, zu performen. Dann kommt die Frage der Promotion, der Beförderung, die du eben gestellt hast. Wenn ich mich selbst geführt habe, dann kann ich auch anfangen, andere zu führen. Wenn ich dazu das Potenzial habe. Und wenn ich das Potenzial dazu habe. Ja. Und da kommt die Potenzialfrage. Und die Potenzialfrage an der Stelle ist eine andere Potenzialfrage als die zum nächsten und zum übernächsten Level. Mhm. Ja, weil nachdem ich andere führe, und zwar virtuell vielleicht führe, dann kommt die Sache Team führen. Und wenn ich ein Team geführt habe, heißt das noch nicht, dass ich auch eine ganze Abteilung führen kann. Also Teams von Teams. Ja, und wenn ich Teams von Teams führen kann, Abteilungsleiter erfolgreich bin, heißt das noch nicht, dass ich ein erfolgreicher CEO sein werde. Mhm. Und an jeder Stelle, wo die Leiter höher geht oder die Rolle sich stark ändert, kommt immer wieder die Frage, hat die Person die Fähigkeit für den nächsten Schritt? Zeigt sie das Engagement und die Energie? Und hat sie überhaupt das zum Ziel? Hat die Person auch Bock drauf, dieses Ziel zu erreichen? Und jedes Mal muss ich alle drei Fragen mit Ja beantworten, damit es sich lohnt, auf die Reise zu gehen und das zu unterstützen. Was ich da besonders spannend finde, ist der Aspekt von selbstständigen Unternehmern. Mhm. Also so, wenn ich so meine Geschichte angucke, ich habe mich ja auch immer von einem Level aufs nächste gehoben selber. Ich war ja nicht in der Struktur drin, die das geboten hat. Man habe auch immer wieder gemerkt, okay, ist da das Engagement da, habe ich diese Fähigkeit. Also jetzt mittlerweile weiß ich zum Beispiel CEO von einem multinationalen Konzern. Ja. Vielleicht hätte ich die Ability, ja? Mhm. Nur das Engagement möchte ich nicht aufbringen, also in Energie und Zeit. Ja. Und es fehlt mir dafür auch die Aspiration. Also das ist kein Ziel mehr für mich. Das ist eine reife Erkenntnis, also finde ich. War bei mir genauso. Ich wollte früher CEO werden, das war für mich wichtig, Chef sein von einer Firma. Mhm. Und je näher da ich dran gekommen bin, desto mehr sank die Aspiration, also dass das ein Ziel war. Ich hatte das Ziel lange Jahre und habe sehr viel Engagement reingesteckt, sehr viel Energie, sehr viel Stunden, sehr viel, und ich bin um die Welt gezogen für dieses Ziel. Und habe auch in vielen Rollen ganz gut performt, glaube ich. Und ich glaube auch, also die Fähigkeit, da glaube ich gerne an mich, hätte ich bestimmt gehabt. Aber ich hatte genau wie du irgendwann auch nicht mehr die Lust, das Engagement so in dem Level aufzubringen. Und das Ziel verschwand irgendwann. Auch weil ich dem Ziel näher kam und sah, wie es eigentlich ist, wenn ich da bin, ob ich das wirklich sein will. Und dann war die Aspiration nicht mehr da. Und in dem Augenblick war ich in der Firma kein High Potential mehr für die Firma. Nee.
Und was für ein Wunder, innerhalb von 8 Monaten nach dieser Erkenntnis bin ich gegangen. Ja. Das heißt auch Peters Prinzip, oder? So, jeder wird in einem Konzern bis auf das höchste Level seiner Inkompetenz befördert. Ja, genau, also ich gehe praktisch Schritt für Schritt nach oben, ja, bis ich kein Potenzial mehr habe. Ja. Also und das höchste Level heißt das Level, an dem dann... Organisatorisches, hierarchisches Level. Für, da bleibe ich hängen, weil plötzlich ja, nichts mehr weitergeht. Da ist das Potenzial nicht mehr da. Ja, und das ist vielleicht schon die Stelle, wo ich gar nicht mehr hinpasse. Ja, und das ist und das Schöne ist ja, es kann total wertfrei sein. Ja, weil sonst so ein klar, also ganz wertfrei und voll im Herzen. Ja, so ein bisschen hier, oh, ich bin scheiße. Nein, überhaupt nicht. Es ist einfach nur eine Frage, passt das alles zusammen? Weil wenn ich das Potenzial nicht habe und auf die Reise gehe, Mann, dann wird es auch verdammt anstrengend. Vielleicht kann ich es mit Gewalt schaffen. Hm. Und vielleicht lande ich dann im Burnout. Und vielleicht kriege ich dann einen Herzinfarkt. Und. Ja, und vielleicht gibt es eine andere Stelle, wo mein Potenzial auf allen Ebenen brennt, ja, wo ich mich hinbewegen darf. Und dann sind wir beim Thema Selbstfindung, Purpose finden, Vision finden fürs persönliche Leben, It's my life und alles, was wir machen, um die richtige Ausrichtung zu haben. Dann ist auch wieder viel Potenzial da. Ja. Du warst bei mir. Cool. Schön. Vielen Dank, Michael. Ja, ich danke dir für all dieses wunderbare Potenzial, Christian. Ja. Was machen wir jetzt mit Batman eigentlich? Ja, also ich meine, wir haben ihn ja, also er hat performt, ja, und unser Potenzial-Assessment war positiv auf allen 3 Faktoren. Mhm. Ja, er zeigt Engagement, hat es zum Ziel und wir trauen ihm das zu, dass er die Fähigkeit hat, sich dahin zu entwickeln. Also ich würde sagen, ja, es ist Zeit, ihn zu promoten. Okay. Savior of the Universe war mal Flash Gordon. Move aside, here comes Batman. Ja, go, go, go. Also Batman, melde dich, wir machen die Scorecard fertig. Unsere Unterstützung hast du. Ja. Bis später. Tschüss. Ja, ciao, Michael. Das war der Chief of Anything Podcast der Core Academy mit Christian Kohlhof und Michael Portz. Willst du auch als wahrer Leader deine Ziele mit mehr Leichtigkeit erreichen und ein Team aufbauen, das einfach funktioniert? Wir laden dich herzlich ein, in unsere nächste Live-Leadership-Session hineinzuschnuppern. Bewirb dich jetzt unter core.academy/dabeisein.